Willkommen in unserer Küche. Heute wird Leberkäse gemacht. Ein Gericht, was es seit über 200 Jahren gibt. Als erstes hat es der Metzger des Kurfürsten Max III. Hergestellt, und zwar aus Rind- und Schweinefleisch ohne Leber. Ich denke, Leberkäse selber zu machen ist interessant, da man dem Leberkäse verschiedene Geschmacksrichtungen geben kann. Man kann sehr viel mit Gewürzen experimentieren. Deshalb lassen Sie uns sehen, wie wir den Leberkäse machen. Hier die Zutaten. Gehacktes von Schwein und Rind, Stärke und Backpulver und die Gewürze, die da sind. Nitritpökelsalz, Piment, Knoblauchgranulat, Muskatnuss und Pfeffer und eiskaltes Wasser. Nun füge ich alle Zutaten in der Küchenmaschine zusammen. Dann wird alles gerührt und nach von dem eiskalten Wasser zugegeben, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist. Nun habe ich den Ofen auch angemacht, heize ihn auf 150 Grad vor und fette meine Kastenform mit Öl. Hier habe ich jetzt meine Leberkäsemasse, meine Kastenform und Wasser. Ich gebe jetzt die Masse in die gefettete Kastenform und streiche sie möglichst glatt, damit keine Luft eingeschlossen wird. Dazu hilft mir auch das Wasser. Jetzt noch den Rand säubern und dann geht der Leberkäse ab in den Ofen. Der Leberkäse ist jetzt fertig gebacken und er sieht so aus. Ich kann Ihnen sagen, es riecht fantastisch hier herin und ich kann es kaum abwarten, ein Stück zu probieren. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben, freue mich über Likes, Kommentare. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie gerne meinen Kanal und bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!